aber selbstverständlich. Einer der Illuvien ist. Er ist überwältigend. Und zerstört. Ziemlich zerstört. Mit der Scherbe und den Lichtern Arlethens müssten wir in der Lage sein, ein Wahrsageritual durchzuführen, um einen unbeschädigten Spiegel aufzuspüren. Das hier sieht nach einem geeigneten Ort für das Ritual aus. Wir können beginnen, wann immer ihr bereit seid. Haltet euch bereit! Und was war mit... Gebt uns euer Blut, Ariane. Wen kümmern schon die Schmerzen? Jetzt geht es um mein Blut. Ich habe einen anderen Illuvien aufgespürt. Er ist in den Drachenknochen Ödlanden. Die Magister aus Tevinter haben ihn vermutlich dorthin gebracht, um herauszufinden, ob die alten Drachenknochen die Macht des Illuvien verstärken. Wollen wir... Wir sind da. Haltet die Augen nach Drachen offen. Und nach Spiegeln. Das ist ja mal eine große Echse. Erledigt! Ich bin noch nie zuvor einem Drachenanbeter begegnet. Sie haben wohl nicht viel für Plaudereien übrig, was? Warum sollte jemand einen Drachen anbeten? Drachen sind groß, mächtig und sie speien Feuer. Manche Leute sind einfach leicht zu beeindrucken. Thank you.
Sie sind nur Legenden. Das heißt, sie waren Fels und Baum, Wind und Regen, von den Elfengöttern belebt, um ihr Volk zu beschützen. Um ihr Volk zu beschützen? Warum sieht er denn aus, als wolle er euch fressen?